Dann herzlich willkommen zur Veranstaltung zu GNU Health. Danke fürs Kommen. Die Agenda für heute wäre der erste Vortrag zu Was ist GNU Health? Dann wird Fritz Weinhappel berichten über die Erfahrungen, um GNU Health zu installieren. Der nächste Punkt wäre dann die Anforderungen an die österreichische Situation, an Exportnorm, Datensatz, ELGA und alles, was da noch dazugehört. Dann machen wir eine kurze Pause, auch zum Austauschen, wobei wir als kleine Gruppe uns natürlich auch da bitte einbringen können und sollen. Also nicht nur Verständnisfragen, sondern auch gleich Diskussion, wenn es Fragen gibt. Und nach der Pause wird es dann weitergehen mit, was gibt es noch an Open Source Programmen, die in Österreich verwendbar wären. Einerseits das eLexis, das ist also eine österreichische Variante, und dann gibt es das OpenIMR, das ähnlich wie das GNU Health ist, aber auch nicht für Österreich angepasst ist. Und dann, wenn Interesse besteht, auch mitzumachen, können wir das diskutieren, was da Möglichkeiten wären. Und wer noch Zeit hat, hat dann auch die Möglichkeit, dass wir uns im WUK-Beisel im Anschluss dann auch zusammensetzen und noch weiter diskutieren. Ja, vielleicht kurz zu meiner Vorstellung. Ich bin Allgemeinmediziner, Psychotherapeut und Arbeitsmediziner und habe lange Jahre für das Gesundheitsministerium und für den PRIGRAF, das ist der Privatkrankenanstaltenfinanzierungsfonds, gearbeitet im Bereich der LKF, der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung. Also es ist vor allem darum gegangen, die ICD-10 und den Leistungskatalog als Hotline die Anwendung zu unterstützen. Und auch einzelne Spitäler, in denen das dann auch angewendet wurde, um da die Datenqualität zu erhöhen und zu verbessern. Und natürlich ist es auch das Finanzierungssystem ein Thema, das da auch nicht unter den Tisch fällt, dass also die Leistungen, die erbracht worden sind, auch korrekt abgerechnet werden. Dann bin ich wieder zurückgegangen ins Gesundheitsministerium, um beim AIQI mitzuarbeiten. Das ist Austrian Inpatient Quality Indicators, wo also auch diese LKF-Daten verwendet wurden, um zu schauen, was man dann medizinischer Qualität auch sichern kann damit. Also es sind doch im Jahr ungefähr 2 Millionen Aufenthalte, die da in Österreich abgerechnet werden und wo eben auch die Diagnose- und Leistungsdaten erfasst werden. Und seit 2015 bin ich für GNU Health Netzwerkpartner. GNU Health ist eben die freie Ordinations- und Krankenhausinformationssystem, das von einem Arzt in Gran Canaria vom Louis Falcon entwickelt wird und der mir da auch einen Social Contract angeboten hat, also sprich da an dem das System mitzuarbeiten mit dem GNU-Gedanken, also wo es wirklich darum geht, Open Source, frei verfügbar, zu dem kommen wir noch. Und seit vorigem Jahr bin ich auch als stellvertretender Referent bei der Wiener Ärztekammer für medizinisches Internet und Telematik nominiert und da aktiv. Ja, also was ist GNU Health? Es ist einerseits eine FLOSS-Software, wie das so schön abgekürzt ist, also Free Libre Open Source Software mit der GNU-Lizenz, die vom MIT bzw. von Richard Stallman entwickelt worden ist, mit den 4 Freiheiten, dass man es benutzen darf für jeden Zweck, dass man es auch ändern darf und untersuchen kann, dass man es weitergeben kann und dass man es auch mit den Änderungen weitergeben darf. Ja, und das ist sozusagen das Wesentliche an der Lizenz. Es ist ein Krankenhausinformationssystem und auch als Ordinationssoftware nützbar, ist in Python geschrieben, verwendet Triton als Business-Software und die zugrunde liegende Datenbank ist Postgres. Ja, da sieht man sozusagen die Logos, die da also alle mitspielen, der Linux-Pinguin und das GNU, und da ist noch der zweite, der Tux, glaube ich, ist das, also ein BSD-Linux, das ein bisschen andere Lizenz hat, aber wo man sozusagen das dann auch kommerziell nutzen könnte, der Postgres-Elefant, Python und GNU Privacy Guard und Triton. Und ja, was heißt das GNU? Das ist natürlich auch oft eine Frage, wer sich damit befasst. Das ist sozusagen eine witzige Abkürzung von GNU is not Unix, also ein rekursives Akronym. Und das GNU Health ist prinzipiell in den GNU Linux Installationen enthalten. Man kann das unter health.gnu.org auch downloaden.
Die University, die UN hat es im Jahr 2011 auch unterstützt, also es gab ein Memorandum of Understanding, dass GNU Health in den Entwicklungsländern eingesetzt werden kann, also speziell für die Entwicklungsländer. Die Free Software Foundation, die also auch von Richard Tolman da mitgegründet wurde, hat im Jahr 2011 den Award vergeben für Projects of Social Benefit. Und im Jahr 2016 hat GNU Health auch den Open Source Business Award, den OSPA 2016, bekommen. Da sieht man jetzt ein Beispiel, was ursprünglich begonnen hat. Im Jahr 2006 hat dann der Louis Falcon begonnen mit dem System. Da sieht man ihn gemeinsam mit, also das ist der Louis Falcon mit Richard Stallman. Da hat er gerade den Free Software Award entgegengenommen. Glaube ich zumindest. Ja, die Social Diseases sind letztlich ein Resultat von Ungleichheit in der Gesellschaft, Gier, Korruption, mangelnde Empathie. Also ich habe diese Folie jetzt auch vom Louis Falcon übernommen, steht auch unter einer entsprechenden Lizenz, also ist auch erlaubt, dass ich diese Folie übernehmen darf. Also da unten sieht man das dann, die CC BY Non-Commercial Share Alike ist das. Und ja, wir sollten nie vergessen, worum es letztlich geht bei dem Projekt. Es ist für die Entwicklungsländer, es sterben täglich 20.000 Kinder immer noch, letztlich Ursache von Krieg, aber mit den Folgen davon Unterernährung, verseuchtes Wasser, verschiedenste Infektionskrankheiten, die letztlich besiegbar wären, wenn wir uns dem widmen würden, so wie wir das für andere Dinge auch machen. Das ist auch eine interessante Folie, auch wenn sie zwar aus dem Jahr 2004 ist, so hat sich leider noch nicht so viel geändert. Das ist die Darstellung, die Verteilung der Ärzte, wenn man das sozusagen auf regionale Größe darstellen würde. Also man sieht, wenn das Afrika ist, ja, da sind ganz einfach keine Ärzte da. Ja, dementsprechend sind auch die Krankheiten und die Lebenserwartung in Afrika entsprechend niedrig. Während wenn man sich anschaut, wo am meisten Ärzte sind, hat man zum Beispiel China, natürlich auch in Europa ist gut vertreten, sehr groß, wenn man sich das anschaut, wäre zum Beispiel Kuba. Also da sieht man auch, die haben entsprechend, obwohl sie immer noch als Entwicklungsland oder von den finanziellen Ressourcen weit abgeschnitten sind, haben sie trotzdem eine mit dem Westen vergleichbare Lebenserwartung. Ja, die Frage stellt sich natürlich, wenn Gesundheit ein öffentliches Gut ist, warum wird das dann von Firmen und von privater Software dann letztlich regiert und gelenkt. Es gibt dann vom Richard Stallman auch eine Präsentation, wo ich ein paar Folien jetzt auch davon zeigen will. Man kann die unter dieser Adresse dann entsprechend auch abrufen. Ich werde das auch alles auf meine Homepage stellen. Sie können auch die Folien unter www.hagenbichler.at dann entsprechend abrufen. Und ich habe also dort die Folien von Richard Stallman auch angeführt. Der sagt, was wollen wir? Ein Programm, das die User kontrolliert, oder sollen die User die Kontrolle über das Programm haben? Und dass die User die Kontrolle über das Programm haben, geht nur mit freier Software. Man muss eben diese Möglichkeit haben, das Programm für alle Bereiche zu nutzen, eben diese vier Softwarefreiheiten. Man muss es nutzen können für jeden Bereich, man muss es untersuchen können, man muss es weitergeben und ändern können und auch mit den Änderungen weitergeben können. Die Free Software Foundation vergleicht das auch immer so, das wäre so, wie wenn man nur einen Schraubenzieher verkauft, den man nur für ganz spezielle Schrauben benutzen darf, und wenn er den für andere Schraube verwendet, dann muss ich da letztlich wieder eine andere Lizenz dafür bezahlen. Ja, es gibt seit dem Jahr 2006 GNU Health im Einsatz und es gibt doch schon auch eine ausführliche Dokumentation dazu. Es gibt Wikibooks, es gibt auf GNU Savanna den Source Code zur Verfügung, es gibt Mailinglisten, es gibt Listen, wo man Fehler hinmelden kann. Kommen wir dann vielleicht auch für die Wikibooks, gab es den Versuch, ein deutsches Wikibook zu machen, das ist ein bisschen sozusagen dann wieder unter den Tisch gefallen, also da könnte man vielleicht schauen, wer Interesse hätte, da auch an dem Wikibook für deutsche Sprache weiterzumachen. Auch ganz wichtig, weil das immer gefragt wird, also GNU Health ist State of the Art. Ja? HL7 Support, Fire Support ist enthalten, der Fire Standard ist ermöglicht.
Es gibt Decision Support zum Beispiel für die Impfungen. Es ist die Demografie auch für Auswertungen interessant, also auch für die Ministerien oder für Versicherungen oder eben auch, wenn jetzt jemand mehrere Krankenhäuser hat, kann man da entsprechende Auswertungen auch für letztlich für die eigene Ordination, kann man natürlich auch sich die Demografie anschauen. Für die Entwicklungsländer gibt es dann entsprechend auch die Möglichkeit, dass man die Todeszertifikate oder auch die Geburtszertifikate, Geburtsurkunden ausstellen kann. Das ist jetzt so ein Beispiel, wie das ausschauen kann, also auch, dass jetzt Decision Support unterstützt wird für diverse Krankheitsgruppen. Es ist auch ein Bug-System enthalten, es ist ein Labor-System enthalten, also auch eine Bildarchivierung und Bildverarbeitung. Es gibt also eine Fülle von Modulen, es gibt auch ein Krypto-Modul, in dem die Verschlüsselung ermöglicht ist. Wahrscheinlich muss man sagen, ist es sogar besser, als wenn man das unter Windows hat, weil wie wir wissen, gab es ja da unter Windows auch Sicherheitslücken, die ganz bewusst zurückgehalten worden sind, dass die nicht geschlossen worden sind, um den Geheimdiensten zu ermöglichen, dort zuzugreifen. Und da ist es eben wirklich wissenschaftlich die Verschlüsselung möglich, die dann auch für alle klar einsehbar ist, dass mit der Verschlüsselung da das nicht eingesehen werden kann. Das Injury Surveillance System ist speziell entwickelt worden, weil auch Jamaika teilgenommen hat oder immer noch teilnimmt. Und die haben natürlich sehr viele Unfälle und da wurde das Überwachungssystem entsprechend implementiert, auch mit OpenStreetMap georeferenziert, natürlich mit ICD-10. Da sieht man so, dass in Jamaika, das eines der größten Installationen auch von GNU-Health ist, wo also über 300 Installationen in Jamaika in Verwendung sind. Auch Laos, da gab es 4 Spitäler, die das in Verwendung haben, gerade auch in dem Bereich. Die haben ein großes Problem mit Landminen, die nicht explodiert sind, beziehungsweise Landminenopfer, vor allem schon entsprechend die Landminen explodiert sind und daher sehr viele verletzte Kriegsfolgen sind, auch noch in den Friedenszeiten. Und Laos hat also auch GNU-Health übernommen für 4 Spitäler. Also das sind jetzt einige der Länder, in denen Referenzspitäler existieren oder zumindest zeitweilig auch evaluiert worden sind und in Verwendung waren: Jamaika, Pakistan, Laos, Gabun, Brasilien, den Philippinen, in Mexiko, in Südafrika. Deutschland gibt es auch eine Installation in Karlsruhe, kommen wir noch dazu hin. Ja, wenn man jetzt sagt, ja, das würde mich interessieren, ich möchte es verwenden, wie mache ich das? Ich gehe also zu health.gnu.org. In den Download-Bereich kann man dann das entsprechend downloaden, kann in der Dokumentation mir das anschauen, kann eine Demo-Datenbank auswählen, kann dann den Client auch downloaden, den gibt es entweder für die Triton oder auch direkt für GNU-Health, wenn man es unter Linux installiert. Also man kann den Client auch unter Macintosh, also unter Apple bzw. unter Windows installieren und kann dann zugreifen auf einen Community-Server, der also in Holland steht und wo man auch Probedaten ganz einfach eingeben kann, natürlich keine echten Patientendaten, aber wo man auch mit einem Client, den man sich selber auch unter allen Betriebssystemen, die möglich sind, installieren kann. Ja, wenn man sagt, na gut, man braucht doch Hilfe, dann kann man natürlich schauen, ob man vielleicht irgendeine Firma auswählen kann. Also es gibt auch auf der Seite von health.gnu.org einen Network-Bereich und da gibt es einige Firmen, Dümbra oder Excite oder B2CK, also B2CK, die sind Referenzfirmen für die Triton-Entwicklung. Graspower.com ist also auch etwas, die das machen würden. Wobei wir dann jetzt noch die Erfahrung auch hören, dass es auch in Wien die Möglichkeit gibt, da kompetenten Support oder Unterstützung zu haben. Ja, das ist jetzt ein typischer Screenshot für die Patienten. Man kann also natürlich auch das Bild einbinden. Man hat da die kritischen Informationen, die man darstellen kann. Geschlecht und Alter ist gleich aufgrund des Geburtsdatums angegeben. Da ist der Name als Beispiel. Man hat also da die allgemeinen Informationen. Man wird das jetzt nicht von hinten so gut sehen können. Aber es gibt also eben die
die stattgehabten Operationen, es gibt auch ein Modul oder Informationen zur genetischen Situation, Lifestyle, also was ist Nikotin, Alkohol, sonstiges, sozioökonomische Situation, natürlich die Medikation ganz wichtig. Ja, das wäre jetzt ein Beispiel, da hat man dann die Medikamente dargestellt. Oder hier hat man auch die Impfungen, welche Impfungen wurden gegeben, auch mit Datum. Man kann auch den Kalender dann unter Linux auch natürlich sich den Kalender anschauen und auch einbinden. Hoppala. Aha, ja, das war es eigentlich schon. Ja, gibt es dazu Fragen? Da. Kommentare. Es gab bei diesen Referenzinstallationen keine einzige, also auf der Liste war keine einzige europäische. Das ist richtig, Ich meine, es gibt Karlsruhe. Ja, es gibt Kann man das erklären, warum Europa nicht? Ja, weil Europa ein sehr, sehr hochreglementiert im Gesundheitsbereich ist und man, um es wirklich anzuwenden, kommt man eh noch dazu, eine Fülle von Gesetzen erfüllen muss. Und um es zu zertifizieren, dass es einmal nur die Ärztekammer sozusagen akzeptiert, das ist noch die geringste Übung. Das sind 140 Felder und 11 Seiten, wo man die Dokumentation noch verwenden kann. Also das kann man sich noch zutrauen, aber wenn es dann darum geht, die Abrechnung für die Sozialversicherung oder die Implementierungsleitfäden, die vom Ministerium veröffentlicht sind, die also laut der ELGA-Verordnung notwendig sind, ja, dann haben sie einen Implementierungsleitfaden mit 150 Seiten und das ist wirklich technisch. Ja. Und da sich sozusagen drüber gehen, das ist ganz einfach sehr, sehr mühsam und darum ist das noch nicht in Europa gemacht und natürlich ist die Konkurrenz auch groß. Ja. Also es ist natürlich nicht im Interesse der großen Softwarefirmen, dass da freie Software zur Verfügung steht. Ja, noch Fragen? Ja, im Prinzip auch. Ja. Ist dieselbe Situation, da gibt es ein bisschen mehr. Also es gibt in Kanada, also nicht in den USA, also jetzt, wenn wir Nordamerika hernehmen, in Kanada gibt es ein System, das auch von den dortigen Ärztekammern sozusagen unterstützt wird, wo also auch dann letztlich eine Zertifizierung da ist und die damit ganz gut verwendet werden kann. Und sonst gibt es eben das Open EMA und GNU Health, die beide jetzt sozusagen in Amerika vertreten sind und dafür für Unterstützung werben, aber dieselbe Situation da ist. Also man muss da natürlich sehr aufwendig die Anpassung an die Gesetzeslage machen. Ja, wenn es einmal passiert ist, dann müsste ja eigentlich sozusagen für dieses Land, also theoretisch, müsste, wenn in Karlsruhe es schon angewandt wird, müsste sozusagen schon der Prozess durch sein. Naja, das ist jetzt, ich will jetzt den Karlsruhe nicht zu nahe treten, ich weiß jetzt nicht, wie die das konkret machen. Aber natürlich ist es die Frage, ob es als Testinstallation, also die wollen es auch machen, das ist eine Organisation, ich glaube, von der evangelischen Kirche und die wollen es auch für Afrika dann einsetzen, für Spitäler, die sie dort verwenden. Ja? Und sozusagen, sie können das offenbar unter dem Titel schon auch anwenden, aber unter der sozusagen Ägide oder unter dem Aspekt, dass sie es eben dann auch für Afrika verwenden. Und es ist auch ein Bereich jetzt, der kein Spital ist, wo es verwendet wird, sondern so ein bisschen vergleichbar wie bei uns fürs Neunerhaus, also das nennt sich die Pflasterstube, also auf eine Obdachlosenbetreuung. Und das sind jetzt natürlich andere Anforderungen wie für Krankenhaus oder jetzt für ein Abrechnungssystem, wo ich jetzt mit den Krankenversicherungen abrechnen muss, sondern das macht offenbar die Institution selbst, also die kriegen ein Budget und wie sie das dokumentieren und sich darstellen können, sie selber machen. Aber so wie es jetzt einmal darum geht, dass man das für eine Krankenkassenordination oder für ein Spital verwendet, hat man natürlich ganz andere Anforderungen und vor allem es gibt dann auch laufend Updates, die man dann einbauen muss und einpflegen muss und da tun sich auch die großen Firmen nicht immer ganz leicht damit und brauchen auch längere Zeit dafür. Ja, wenn es keine Fragen gibt, dann übergebe ich an Fritz. Okay. So, ich rufe das auf, genau.